Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das ist jetzt mein drittes Video. Jetzt fange ich schon wieder mit dem Mobilbody an, aber egal. Das ist mein drittes Video und in dem geht es um meine Schuhsammlung. Ich habe mir einfach gedacht, ich drehe jetzt mal meine Schuhsammlung, weil ja, das ist so ein Anfangsvideo. Also, das, ja, ich habe mir einfach gedacht, das drehe ich jetzt. Und ich möchte jetzt gar nicht lange umreden. Ich wünsche euch einfach viel Spaß und dann fange ich einfach gleich an. Also, ich habe jetzt zwei Wäschekörbe neben mir stehen und da haben jetzt meine ganzen Schuhe drin. Und ich greife jetzt einfach da rein und fange mal einfach mit den ersten Schuhen an. Und zwar die allerersten Schuhe, die ich da habe, sind die da. Die habe ich vom Deichmann gekauft, ich glaube ungefähr vor einem halben Jahr. Und das ist voll die gute Qualität. Die haben 25 Euro gekostet und haben halt einfach schwarz mit ein bisschen Muster da auf der Seite und innen drinnen. Und ich bin eigentlich von der Qualität für dieses 25 Euro sind sehr zufrieden. Also man kann wirklich viel gehen und ich gehe regelmäßig mit denen. Die sind schwarz, die passen überall dazu. Ja, also ich würde es empfehlen. Ich weiß nicht, ob es es nur gibt, aber man kann ja einfach mal reinschauen oder so. Aber die sind wirklich zum Empfehlen. Dann geht es gleich weiter. Und zwar, dann geht es weiter mit, ich greife jetzt einfach in den anderen rein, mit denen da. Das sind meine allgeliebten Air Max von Nike. Ich finde einfach Air Max so geil. Die Kosten sind halt von der Preisklasse ein bisschen höher gesetzt. Also ungefähr zwischen 80 und 130 und 50 Euro irgend so. Auf alle Fälle haben die weiß. Die haben halt ein wenig anders da. Die haben da Nike-Zeichen in Türkis. Hinten auch. Und das unten eben ist das Zeichen eigentlich von Nike. Das so, ja, ich weiß nicht, was das genau ist. Auf alle Fälle haben die voll schön, die ziehe ich leider nicht so oft an, weil weiß ist halt ein bisschen gewagter, finde ich, und muss man halt schauen, was man dazu kombiniert oder so. Aber ich finde die auch voll gemütlich und die würde ich auch voll empfehlen. Und ich weiß nicht, ob es die noch gibt, auf alle Fälle, ich liebe Nike Air Max, die sind echt klasse. So, dann geht's gleich weiter. Und zwar mit meinem dritten Paar jetzt. Und zwar sind das auch wieder weiße Schuhe. Ich weiß nicht, warum ich so viele weiße Schuhe habe. Ich habe keine Ahnung, warum. Auf alle Fälle hat mir das irgendwie früher getaugt oder so. Und das sind jetzt die Hobby von, ich glaube, auch von Deichmann. Ich habe eben übrigens die Größe 40, 41. Leider groß für eine Frau, glaube ich halt. Ich denke schon, ja. Auf alle Fälle sind das ganz normale weiße Turnschuhe. Und das Coole ist einfach bei denen, die haben innen so ein Schlangenmuster und auch außen ein wenig. Und ich finde das einfach so lässig. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas dazu kombinierst, schaut das echt gut aus. Und die habe ich momentan echt sehr oft an und gern an. Und die würde ich auch echt empfehlen. Da bin ich froh, dass ich die gekauft habe. Die waren auch so Preisgleiche zwischen 40 und 50 Euro. Ich sage das einfach immer dazu. Dann geht es gleich weiter. Und zwar habe ich Schuhe gekauft, mal ungefähr vor einem Jahr. Das sind die da von Tamaris. Die haben auch welche durch ein Wunder weiß. Und die haben halt vorne so ein Glitzer. Und das hat mir halt voll gefallen und so. Und innen ist ganz normal ein bisschen Gold und Tamaris steht halt hinten oben. Und ich, da ist auch wieder die Größe 40. Die habe ich mir ungefähr vor einem Jahr gekauft und ich habe das aber voll bereut, dass ich mir die gekauft habe. Weil das Problem ist einfach bei den Schuhen, ich habe sie halt angehabt und bin ganz normal probieren gegangen und sie haben halt gepasst und jetzt irgendwie, keine Ahnung, hat sich mein Fuß ein wenig verändert, weiß ich nicht warum. Auf alle Fälle haben sie mir jetzt zu klar, aber ich will es nicht wegschmeißen und ich will es auch nicht herschenken. Jetzt, wenn ich die anhabe, dann habe ich es meistens nur kurz an und dann haben wir dann die Füße immer so weh. Ich weiß, ich bin selbst schuld. Aber mir haben die so gut gefallen und ich wollte es einfach nicht weg. Da. Ja. Aber eigentlich haben die voll cool. So, dann geht es gleich weiter und zwar. Mir geht das ratzfatz, weil ich habe nämlich leider so viel Schuhe. Fangen wir mit denen an. Das sind einfach ganz normale Ballerinas, auch von Deichmann um 20 Euro. Und ja, die kann man zum Kleidel anziehen oder einfach mal zu einer schönen Jeans oder was weiß ich. Und die haben einfach ganz normal in Schwarz. Die, da muss ich jetzt nicht viel weiter sagen. Dann. Die da. Die habe ich auch vom Deichmann, glaube ich. Ja, die habe ich jetzt schon mittlerweile 3 Jahre. Ja, 2, 3 Jahre. Und die haben halt noch immer schön. Ich habe die Töpfchen in die Waschmaschine gehauen. Irgendwie werden die gar nicht geschirrt. Also die haben eigentlich voll schön. Und die sind auch ganz normale schwarze Schuhe mit ein bisschen Absatz. Ja. Dann, ja, weiter.
Flipflop, ganz normale, die habe ich jetzt schon 5 Jahre. Ich denke einfach nur, für Flipflop, da geht man so viel und ja, ich habe die jetzt schon 5 Jahre und ich meine, es sind nicht weg, ich kaufe mir auch keine neuen. Dann habe ich wieder Ballerina, die habe ich mal ungefähr vor 3 Monaten von meiner Oma gekriegt. Ich weiß nicht warum, auf alle Fälle hat mir meine Oma die geschenkt, die haben voll schön und ja, weggetan tue ich es jetzt auch nicht und ich habe es auf Grund genommen. Dann gehen wir zu Winterschuhe ein bisschen um. Und zwar haben wir die auch gekauft. Oh, ich liebe sie. Die haben auch vom Deichmann und die haben einfach so gemütlich. Da kannst du so viel gehen mit denen. Und das hat sich echt ausgezahlt, dass ich mir die gekauft habe. Auch zwischen 30 und 40 Euro. Die anderen übrigens 20 Euro. Die Ballerinas. Entschuldige, jetzt habe ich es nicht dazu gesagt. Auf alle Fälle bin ich auch mit denen so zufrieden. Die haben doch irgendwie, weiß ich nicht, was Besonderes und sie sind doch nicht so langweilig und ja, einfach echt gemütlich. Ich lasse ab und zu sogar das offen oder zu, wie ich mache. Dann habe ich auch wieder Flipflop, ganz normale mit so Blumen vorne. Dann geht es weiter, weil meine Lieblingsschuhe kommen ganz zum Schluss. Dann habe ich die da. Die habe ich mir gekauft, also meine Mama hat mir die gekauft. Die habe ich jetzt auch ungefähr 3-4 Jahre. Die habe ich mir gekauft, die haben eh nur 15 Euro gekostet, also meine Mama hat es gekauft. Und das Problem ist, ich ziehe die nie an, weil ich nicht weiß, wo ich das dazu komponiere. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur schwarz anziehe, dann schauen die schon geil. Aber ich weiß es auch nicht, das ist halt, ich trage es eigentlich nicht so gern. Das ist nicht so mein Stil, keine Ahnung, warum ich die gekauft habe. Dann habe ich auch noch solche. Das sind auch wieder solche, die habe ich gekauft von Tamaris, glaube ich. Ja, genau. Und die haben halt auch so ähnlich wie die anderen, nur dass die innen gefuttert sind und sie sind halt so rosa und so eine Art Lederoptik. Und die haben einfach auch so geil, die ziehe ich im Winter so gern an, wenn viel, viel Schnee ist und so. Und die kann man eben auch das offen lassen oder zu, wie man mag. Dann geht es weiter mit Stickischuhe. Ich habe sehr viel Steckischuhe mit also Keilabsatz und die trage ich eigentlich irrsinnig gern. Und ich habe mir aber einfach mal solche gekauft, die haben auch vom Deichmann, die haben einfach wirklich an so einem ganz kurzen Absatz, also wirklich angenehm zum Gehen. Die haben ungefähr 25 Euro gekostet. Die anderen übrigens von Tamaris 120, die haben leider ein wenig teurer gewesen. Aber die haben sie auch, ich finde einfach die Steckischuhe von Deichmann voll gut, voll qualitativ, recht relativ hoch, finde ich, meiner Meinung nach. Und die sind einfach voll gemütlich und ja, ganz normal schwarz. Die kannst du überall dazu kombinieren. Dann wieder Winterschuhe. Ich tue da voll, ist sie so, da kann ich gar nicht dazu viel sagen. Die haben auch einen kleinen Absatz und die ziehe ich eigentlich gar nicht mehr an. Aber ich weiß nicht, mir sind es irgendwie schade, dass ich es weghau oder herschenke. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ziehe ich sie irgendwann mal wieder an. Dann habe ich nur mal Flipflop von Esprit. Ich habe jetzt auch mittlerweile schon 4 Jahre und ich finde die einfach so gut. Die haben ein bisschen mehr gekostet, ich glaube 40 Euro, die anderen davor 60. Und ich finde einfach bei der Qualität merkst du es einfach, wenn die Schuhe ein bisschen teurer sind, dass die einfach länger halten. Dann habe ich Madunscha gekauft, ungefähr vor ein paar Monaten. Das sind die da. Die sind einfach so lila mit so einem Blumenmuster unten so silberne Knöpfe oben und die finde ich einfach voll cool, die ziehe ich oft an, ja, mehr muss ich da nicht sagen. Die haben auch vom Deichmann und die haben glaube ich 20 Euro oder so gekostet. Dann kommen meine absoluten Lieblingsschuhe, weil das Highlight kommt erst jetzt zum Schluss, aber das sind meine absoluten Lieblingsschuhe. Die haben einfach, ich weiß nicht mehr wo ich die gekauft habe, ich glaube auch beim Deichmann. Auf alle Fälle ist das einfach, ich finde erstens mal das vorne voll geil mit dem Silber da, das Stickerl. Und was ich auch geil finde, der Schuh ist rosa von der Optik her und der wird aber blau im Licht und der ist blau und wird im Licht rosa. Und die finde ich einfach so geil, die habe ich jetzt ungefähr schon 4 Jahre oder so und ich finde die einfach so geil. Ich mag die einfach so gern und die kann man überall dazu kombinieren, finde ich. Also ja, ein bisschen gewagter ist schon. Ja, und dann habe ich mir gekauft, vor ungefähr 2 Jahren, eben ein iPad, die will unbedingt pinke Schuhe haben. Und dann habe ich mir pinke Schuhe gekauft. Wirklich pinke Schuhe. Voll pink. Beim Deichmann um 30 Euro. Alter, die habe ich nie an. Ich weiß nicht, das ist einfach so gewagt und ich traue mir einfach nicht, weil da schauen dann alle so und ja.
Aber Victor will auch nicht. So, das war meine Schuhsammlung. Es war jetzt nichts Besonderes, aber ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!